Das ist ein Brot. Und das machen wir heute aus nur 4 Zutaten. Und so einfach und simpel, dass es wirklich jeder nachbacken kann. Mehl ist das, womit wir anfangen. Wir brauchen 800 Gramm für einen schönen Laibbrot tatsächlich. Das habe ich abgewogen und als nächstes Wasser. Das sollte zwischen 52 und 55 Grad haben. Ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben, was ihr gleich seht, was tatsächlich vergebens war. Denn dann ist das passiert. Oh, ich habe mich so geärgert. Die ganze Sauerei und dann musste ich mir natürlich noch ein bisschen Wasser abfüllen. Ging ja auch gleich richtig gut weiter. Ich habe noch Salz dazu gegeben, einen halben Würfel Hefe noch da reingekrümelt. Und wenn ihr möchtet, gehört aber nicht zu den 4 Zutaten, könnt ihr noch ein paar Gewürze reingeben. Und der Teig ist wirklich so dermaßen einfach. Ihr braucht keine Küchenmaschine. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist den einfach immer weiter verbinden. Zu Anfang habe ich das einfach mit dem Spatel gemacht. Und ihr merkt, dass die Konsistenz des Teiges wird sich irgendwann verändern. Und ich habe dann irgendwann auf die Teigkarte gewechselt, weil ihr damit deutlich einfacher den Teig durchmischen könnt. Und ihr seht schon, der wird immer smoother, der verbindet sich immer mehr. Und mehr müsst ihr damit dann auch schon nicht machen. Dann packt ihr Frischhaltefolie darüber, damit die Feuchtigkeit schön im Teig bleibt, wenn ihr das jetzt 1,5 Stunden gehen lässt. Ihr könnt das einfach schön da drauf spannen und an einen nicht zugigen, schön warmen Ort stellen. Und das Geniale an diesem Brot ist wirklich, wie schön einfach das ist. Ihr müsst nämlich jetzt nichts weiter machen, als den Teig zu falten. Der Fachbegriff für diese Art der Bearbeitung des Teigs ist Dehnen und Falten. Ich habe dazu jetzt nochmal den Teig komplett aus der Schüssel rausgekratzt. Und das Dehnen und Falten könnt ihr jetzt entweder so mit der Backmatte machen, so wie ich das mache. Ich zeige euch aber später auch nochmal, wie ihr das mit einer Teigkarte oder sogar mit einem Schaber oder so machen könnt. Wenn ihr eine Matte habt, dann ist es einfach so wie hier, zack, 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 fertig. Zwischendurch immer mal mehlen. Und wenn ihr es mit einer Teigkarte machen möchtet, dann ist das eine ähnliche Bewegung, dass ihr einfach immer ein Stück des Teiges über den anderen Teig knetet. Also so, wie ihr das jetzt hier quasi seht. Und jetzt arbeite ich wieder mit meinem Römertopf. Das könnt ihr aber genauso gut mit einem Steinguttopf oder auch mit einem Bräter machen. Auch eine Backform würde gehen. Völlig egal. Ich mag das sehr gerne. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, dass ihr den Boden sehr gut einmehlt, damit euer Brot da nicht dran kleben bleibt. Und jetzt einfach diese doch sehr weiche, breiige Brotmasse in den Topf heben. Da muss man einfach mutig sein. Zack! Rein da. Auch dann nochmal gut bemehlen von oben. Das macht euch die schöne Kruste später. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es noch dreimal einschneiden und jetzt kommt es in den Backofen. Da bleibt es dann für ungefähr 30 Minuten. Dann könnt ihr schon mal schauen, wie es aussieht. Und ich finde, das sieht doch wirklich schon hervorragend aus. Und jetzt lassen wir den Deckel offen und ihr macht das nochmal ungefähr 7 Minuten, bis ihr eine richtig schöne dunkle Kruste bekommt. Ich sag euch, dieses Brot ist so lecker. Das hat keine 2 Tage bei uns überlebt. Und es ist wirklich für Anfänger super einfach gemacht.